Hallo Schachfans, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und geht alle Vorsätze an, die ihr euch vorgenommen habt, erreicht alle Ziele und vor allem verbessert euch auch schachlich. Ich nehme dieses Video im Moment noch auf im Jahre 2020, aber da wir bereits 10 Uhr haben, denke ich, wird es erst im neuen Jahr online gehen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein Eröffnungsvideo, die kamen bei euch besonders gut an, und zwar beschäftige ich mich heute mit der spanischen Verteidigung und im Genaueren mit der Ruy-López-Variante. Was ist das genau? Weiß beginnt hier mit E4, nun folgt E5, Springer F3, und das ist sehr thematisch in der spanischen Verteidigung. Weiß macht hier sofort Druck auf den Bauer auf E5 und versucht hier Schwarz ständig unter Druck zu halten. Nun folgt Springer C6 und Läufer B5. Das ist jetzt schon die spanische Verteidigung. Und Läufer B5 hat natürlich hier die Idee, mit Läufer schlägt C6 den Verteidiger des Bauern auf E5 zu eliminieren und anschließend würde der Bauer ja hängen. Doch tatsächlich geht die Ruy-López-Variante hier weiter mit A6. Schwarz ignoriert also einfach diese Drohung. Und jetzt stellt man sich ja erstmal die Frage, warum kann Weiß das nicht einfach machen? Was folgt noch? Läufer schlägt C6, D schlägt C6 und Springer schlägt E5. Und hier hat Schwarz einen schönen Zug, nämlich kann hier Schwarz weiterspielen mit Dame D4. Und das ist ein Doppelangriff. Jetzt hängt der Springer und der Bauer. Und der Bauer wird jetzt fallen. Springer F3, Dame schlägt E4. Und Schwarz steht hier sogar besser, denn er hat jetzt das Läuferpaar. Und anschließend werden sich hier die Damen tauschen. Schwarz kommt ins Endspiel. Und das ist sehr angenehm hier für Schwarz. Deswegen sollte Weiß diese Variante vermeiden. Gehen wir hier nochmal zurück. Und deshalb nimmt Weiß hier auch in den seltensten Fällen auf C6. Häufiger gespielt wird hier mit Läufer A4. Ja, der Läufer zieht einfach zurück, hält weiterhin diese potenzielle Drohung aufrecht. Und nun folgt hier Springer F6. Schwarz entwickelt sich hier weiter. Auch ein logischer Zug hier. Rochade, Läufer E7, Turm E1. Und Turm E1 stellt jetzt wirklich diese Drohung auf, denn nun ist der Bauer auf E4 natürlich gedeckt. Und nun droht natürlich Läufer schlägt C6, D schlägt C6 und Springer schlägt E5. Falls Schwarz jetzt also kurz mal nicht aufpassen sollte und einfach hier mit Rochade weiterspielt, ja, dann folgt einfach Läufer schlägt C6, D schlägt C6 und Springer E5. Und Weiß hat einen ganzen Bauer gewonnen hier und steht deutlich besser. Vielleicht sollte ich eine Sache noch anmerken. Statt Läufer E7 könnte Schwarz hier auch auf E4 schlagen. Dennoch bekommt man hier ganz andere Stellung als in der typischen Ruy-López-Variante. Falls ihr wollt, kann ich dazu auch noch ein Video machen. Schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Aber ich will mich hier mit den Standardstellungen der Ruy-López-Verteidigung beschäftigen. Und da geht es hier weiter mit B5. Denn B5 ist auch ein thematischer Zug. Damit verhindert Schwarz hier natürlich auch, dass Weiß mit Läufer schlägt C6 und Springer schlägt E5 den Bauer gewinnen kann. Und der Läufer, der hat nur ein Feld, der muss zurück nach B3. Jetzt rochiert Schwarz. Und hier folgt, weil Weiß hier als Ziel hat, das Zentrum schön zu kontrollieren, möchte er hier D4 spielen. Und deswegen folgt hier C3. Denn C3 unterstützt jetzt diesen Vorstoß mit D4. Und dadurch wird das Zentrum hier noch weiter gestärkt und das ist angenehm für Weiß. Und hier spielt Schwarz in der Ruy-López-Variante weiter mit D6. Allerdings gibt es hier auch das sogenannte Marshall Gambit. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört von euch. Und da würde Schwarz hier weiterspielen mit D5 und einen Bauern opfern. Da entstehen auch sehr interessante Stellungen und sehr zweischneidige Kämpfe. Falls du da auch ein Video zu haben möchtest, schreib mir es auch einfach in die Kommentare, dann kann ich dazu auch noch mal ein Video abfilmen. Hier folgt jetzt D6 und H3. Warum jetzt nicht sofort D4? Das haben wir doch schön schon mit C3 vorbereitet. Na, das Problem ist, dass Schwarz hier mit D6 auch noch eine andere Option schafft, nämlich hier mit Läufer G4 zu spielen. Und das Ding ist, wenn Weiß hier jetzt sofort mit D4 spielt,
folgt ihr Läufer G4. Und auf einmal steht das schöne weiße Zentrum, das eigentlich so schön gestützt ist, ganz schön unter Druck. Denn der Springer ist jetzt gefesselt. Das heißt, der Springer deckt den Bauer hier nicht mehr. Er kann da nie zurücknehmen. Und ja, der Bauer hier macht Druck auf den Bauer auf die 4, der Springer macht da Druck. Und Weiß muss sich hier erklären. Er muss jetzt schon weiterspielen mit Läufer E3. Und das macht man halt nicht so gerne. Gerne würde Weiß hier weiterspielen mit Springer D2, aber da würde der Bauer hier fallen. Schlägt D4, schlägt D4 und Springer schlägt D4. Und das kann Weiß deswegen nicht machen. Stattdessen gehen wir der ganzen Sache schon direkt aus dem Weg als Weißer und spielen hier mit H3. Und durch H3 verhindert Weiß natürlich, dass der Läufer hier nach G4 kommt. Und der große Vorteil davon ist, dass Weiß jetzt im nächsten Zug D4 spielen kann und das Zentrum natürlich nicht so unter Druck steht. Und jetzt geht es hier weiter mit Springer A5. Also ist einer der häufigsten Züge hier. Schwarz hat auch andere Optionen, aber Springer A5 wird hier sehr häufig gespielt. Greift hier natürlich erstmal den weißfädrigen Läufer an, den wir Weiß auf keinen Fall abgeben. Ist eine sehr schöne und starke Figur hier von Weiß. Und nach Läufer C2 spielt hier Schwarz mit C5. Und so langsam solltest du erkennen, was so die Ideen beider Seiten sind. Und zwar will Schwarz hier am Damenflügel spielen. Er hat hier jetzt schon C5 gespielt und hat hier schönen Raumvorteil auch am Damenflügel durch seinen Bauer auf B5, seinen Bauer auf C5. Und Schwarz will jetzt weiterspielen hier mit Dame C7 und Turm C8 und hofft hier Spiel auf der C-Linie zu bekommen. Was ist der weiße Plan dagegen? Ich meine, Weiß kann ja nicht einfach nur zuschauen und warten, dass Schwarz hier am Damenflügel gewinnt. Du kannst also selbst mal überlegen, was der weiße Plan ist. Okay, der weiße Plan ist hier natürlich am anderen Flügel anzugreifen. Ganz logisch haben wir hier ein Zwei-Flügel-Spiel. Und das erreicht Weiß hier, indem er erstmal mit D4 spielt. Das hat er jetzt schon sehr lange vorbereitet. Er will hier unbedingt diesen Vorstoß bekommen und kriegt jetzt endlich seine Kontrolle hier über das Zentrum. Und nach D4 ist jetzt die weiße Idee mit Springer D2, Springer F1, Springer G3 oder Springer E3, den Springer entweder nach F5 zu überführen oder nach D5. Ich weiß, das sind viele Pfeile hier und das sieht vielleicht noch etwas chaotisch und sehr kompliziert aus, aber das sieht man tatsächlich in sehr vielen Partien dieses Manöver, dass der Springer über D2 nach F1 nach G3 kommt und dann hier angreift. Ich habe da sogar selbst eine Partie gespielt, wo mein Springer da schön reinkam und wir anschließend diesen klassischen Zwei-Flügel-Angriff hatten und ich hier dann am Königsflügel schön angreifen konnte. Genau. Das war erstmal hier der Grundaufbau der Ray-Lopez-Verteidigung. Ich wollte hier erstmal die Grundideen zeigen, aber damit du das Ganze nochmal besser verstehst, habe ich auch noch eine Partie herausgesucht. Und anhand dieser Partie kann man die Ideen sehr schön sehen. Die Partie startet nicht hier, sondern startet hier am Anfang mit der spanischen Verteidigung und hier der Ray-Lopez-Variante. Und die wurde gespielt auf Lichess in einem Correspondence Game. Correspondence, das heißt, beide Spieler haben einen Tag Zeit für jeden Zug, also mehr als genug. Und die Spieler hatten hier Ratings von 1900 und 1700. Also keine Top-Spieler, aber mit dieser Zeitbegrenzung auf jeden Fall kommen da sehr gute Partien zustande. Und wir schauen uns das hier einfach mal an. Läufer A4, Springer F6. Und wir sehen hier genau die Variante, die ich vorhin gezeigt habe. Läufer E7, Turm E1. Geht das hier weiter? Und jetzt wichtig hier H3 zu ziehen, damit der Läufer nicht nach G4 kommt. Und wir sehen C5, D4. Beide machen ja alles richtig. Dame C7 hatte ich auch schon angesprochen, dass das häufig ein Zug ist, den Schwarz hier spielt. Denn Schwarz will hier die Kontrolle über die C-Linie eben bekommen. Und hier demnächst dann entweder mit Läufer B7 und Turm C8 spielen. Und dann hier auf D4 schlagen. Und dann ist die C-Linie auch geöffnet. Jetzt Springer D2. Wir sehen das Standardmanöver hier. Schlägt D4, schlägt D4. Geht das hier weiter? Und das war etwas merkwürdig hier. Weiß spielt nämlich mit Springer B3. Und das ist nicht
das beste Feld für den Springer. Das hat mich etwas gewundert, dass Weiß hier mit Springer B3 gespielt hat, denn auch Springer F1 hätte hier dafür gesorgt, dass der Bau gedeckt ist. Durch die Dame und den Springer wäre der Bau dann gedeckt und das wäre ausreichend gewesen. Mal sehen, was der Computer hier sagt. Okay, Springer B3 ist wohl auch in Ordnung. Jedoch finde ich hier Springer F1 thematischer. Denn Springer F1 spielt dieses Standardmanöver und jetzt kann der Springer über G3 nach F5 rein oder über E3 nach D5 oder F5. Kann sich Weiß sehr viele Optionen hier offen halten. In der Partie sehen wir, wie gesagt, Springer B3, A5, Läufer E3. Jetzt sehen wir hier sehr schön, dass Schwarz am Damenflügel spielt und Weiß versucht hier im Zentrum oder am Königsflügel durchzukommen. Okay, und das fand ich sehr merkwürdig hier. Dass Schwarz sich hier tatsächlich dazu entschließt, im Zentrum zu tauschen. Denn das öffnet hier weitere Linien und das begünstigt hier Weiß. Denn der Läufer steht hier jetzt sehr stark und unterstützt den weißen Angriff hier auf den schwarzen König. Wir sehen mal, wie das hier weitergeht. Läufer C6 macht hier Druck aufs Zentrum. Springer G3. Jetzt haben wir dieses Manöver gesehen, dass der Springer über F1 wieder nach G3 ist. Jetzt wieder alles gedeckt. Und Weiß ist jetzt bereit, hier anzugreifen. Turm E8 und Springer F5. Ganz das klassische Manöver jetzt vollendet. Läufer schlägt E4. Und Läufer schlägt E4 war hier ein grober Fehler. Und jetzt liegt es an dir. Ich will die Pfeile hier mal kurz wegbekommen. Geht das? Okay, dann machen wir es mit Pfeilen. Jetzt liegt es nämlich an dir, hier den richtigen Zug zu finden. Es gibt mehrere gute Züge, mit denen Weiß hier gewinnen kann. Ich finde aber auch die Partiefortsetzung sehr schön. Okay, ich hoffe, du hast dir selbst ein bisschen Gedanken hier zu der Stellung gemacht, denn das ist das beste Training, das du mitnehmen kannst. In der Partie folgte hier Springer schlägt G7. Das war wohl nicht der allerbeste Zug, aber ein sehr schönes Motiv hier. Denn auch König schlägt G7, würde Weiß hier natürlich weiterspielen mit Dame G4 Schach und jetzt nach König F8 kann Weiß hier auf F6 schlagen und gewinnt hier anschließend nicht nur den Läufer auf E4 zurück, sondern anschließend hier auch eine Qualität. Der König von Schwarz ist immer noch sehr schwach. Das ist komplett hoffnungslos hier. Okay, ist die Frage, was nach dem passiert. Aber ich denke, auch das hält hier die schwarze Stellung nicht zusammen. Wahrscheinlich kann Weiß hier auch einfach genau Läufer schlägt H7 spielen. Deutlich besser hier für Weiß. In der Partie ging es weiter mit Läufer schlägt C2. Also Schwarz wollte sein Schicksal hier nicht einfach hinnehmen. Und hier folgte Turm schlägt C2 und jetzt König schlägt G7. Jetzt hat Schwarz natürlich erstmal eine Figur mehr. Doch nun folgt Dame G4 Schach, König F8, Dame G5. Und ja, jetzt folgte so ein Zug wie A3. Also da sieht man schon, dass Schwarz hier sehr verzweifelt ist, denn A3 bringt hier natürlich gar nichts. Zum einen hängt auch einfach der Springer. Aber Schwarz kann sich hier schon nicht mehr verteidigen. Weiß hat es jetzt geschafft, seinen Angriff hier durchzusetzen am Königsflügel, während Schwarz kein großes Gegenspiel mehr am Damenflügel hat. Und auch einfach keine Verteidigungsfiguren hier drüben am Königsflügel. Alles ist offen, der Springer hängt, er darf nicht wegziehen, weil wenn er hier wegzieht, ist es natürlich sofort Schachmatt. Und deswegen folgt hier jetzt A3, Läufer schlägt F6 und anschließend war hier der schwarze König immer noch schwach und Weiß hat die Partie jetzt schnell gewonnen. Hier hat Schwarz aufgegeben. Es ist absolut hoffnungslos hier, der König wird durch die Gegend gescheucht, mehrere Optionen hier zu gewinnen. Zum Beispiel einfach Dame C7 Schach, König A6 und Turm C6. Und nun muss Schwarz schon die Dame geben. Und das ist einfach gewonnen hier. Okay, ich hoffe, du konntest durch diese Partie noch einmal die Ideen etwas besser verstehen. Hast gesehen, welche Manöver hier Weiß versucht und wie versucht Schwarz sich aufzubauen mit Dame C7 und Turm C8 und ein Spiel auf der C-Linie zu erzeugen. Der Hauptfehler von Schwarz war hier, dass er hier auf D4 getauscht hat und somit die weißen Figuren aktiviert hat. Und damit war der weiße Königsangriff einfach stärker. Okay,
Ich hoffe, du konntest durch dieses Video die Rhydorpes-Verteidigung besser verstehen und hast einiges mitgenommen. Falls das so sein sollte, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben gibst oder das Video teilst. Alles Mögliche würde mich alles sehr freuen und mir Feedback gibst, ob du mehr solche Videos sehen willst. Dann sehen wir uns demnächst.